Okay. So, A1. Ich muss... Ja, warte mal. Ah, nee, ich habe ja gar keinen Motion. Swap. Stun. Okay. Okay, dann sagen wir doch mal NAV2L2. Dann können wir sagen Generator. Und Gather All. Ich habe immer noch keine Motion. Aber ich habe eine Infestation, das weiß ich. Was ich jetzt machen kann, ist folgendes. Ich könnte Lure verwenden, um das Ding in R1 zu luren. Dann könnte ich Lure verwenden... Wie lange hält ein Lure eigentlich? So, was ich jetzt mache... Ich mach grad nur Blödsinn, ey. Das ist echt zum Kotzen. So. Navigate zu L... 3L2. Wobei, warte mal. Nav 3L1. Dann kann ich hier doch mal sagen... Doc A3. So, Delth und A3. So, 3. A3. Sperren wir es da ein. Stealth. So, Swap. Oh. Trap 4. Mine 4. Okay. Das ist die Geschichte. Ich lasse es einfach jetzt mal. Also ich weiß, in R1 ist eine Bedrohung. Dann sage ich doch mal Stealth D6. Stealth und dann D6. So, dann sage ich wieder D6 und Stealth. Also. Ich weiß jetzt ein paar Dinge. Ich weiß jetzt ein paar Dinge.
Gut. Und ich weiß zum Beispiel, dass der Raum da gerade eben leer ist. Das weiß ich auch. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann ein bisschen Lure in R3 platzieren. Und damit hoffentlich das erste Monster da reinlöhren und dann hoffentlich das zweite Monster da reinlöhren. So. Und dann kann ich das wenden über das Dock. Und dann könnte ich das Schiff übernehmen, weil das schon wieder drei Slots hat. Das wäre gar nicht so doof. So. Wie mache ich denn das jetzt am besten? So, dann mache ich D5 auf. D5. Nav 3, R2. Nav 1, R3. Und dann sage ich hier Lure. Vielleicht sollte ich vorher sagen Help. Help Lure. Drops a lure which attracts nearby organic threats. Picks up an unused lure. Lure, drop pickup. Okay. Dann mache ich Lure. So, dann mache ich 1. Und sag hier rein und sag D5. Das ist alles so. Der Stealth erholt sich wieder? Echt? Das finde ich ja mal super, dass sich der Stealth wiederholt. Aber nach welchem Kriterium? Okay, dann mache ich jetzt erstmal Dock A2. Ja, das ist jetzt aber dämlich. So, D5. Das ist jetzt alles dämlich. D5. Dann machen wir doch mal A2. Da habe ich jetzt null Ahnung von, was das jetzt bedeutet. War jetzt vielleicht auch ein bisschen dämlich. Ich habe keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Die einzige Möglichkeit, das zu überprüfen, wäre mein Stealth gewesen. Es dauert jetzt auch viel zu lange. Das dauert jetzt auch viel zu lange, muss ich sagen. Okay, das war eine bisschen dämliche Aktion. Alles, was ich jetzt kann, ist spekulieren. Ich könnte natürlich sagen Dock A2. Ja, dann sagen wir mal A2.
Dock A3. Was ich jetzt sage, ist A2. Und A2. Ich sag mal A3. 21, 22, 23, A3. So, dann mache ich nochmal Doc A2. Das ist jetzt alles Estimated Guesses. Das ist schon wieder die Katastrophe. Das ist schon wieder keine vernünftige Lösung. So. A2. 21, 22, 23 und A2. Doc A3. Doc A. Na komm, Doc A3. Und A2. A2. So. Ich würde jetzt ganz gerne ja, gute Frage, was ich jetzt ganz gerne würde. Ich denke nicht, dass ich da groß was machen kann momentan. Außer wieder mal ein Risiko eingehen. So, der Raum da unten. Quatsch. Der Raum da unten, den habe ich ja gerade gewendet, der ist definitiv leer. Also D5 ist auf jeden Fall sicher. Warte mal, ich kann ja nochmal A2 sagen. A2. Jo, von mir aus, das ist mir egal. D5 ist auf jeden Fall sicher. So, dann kann ich jetzt sagen, Nav 3 R3. Na, 3. D5. So, dann kann ich jetzt sagen, Stealth und D6. Okay, dann sage ich doch mal D6. Doc A3. A2. Stealth. Okay, jetzt erholt er sich. Alles klar. Also das Stealth ist gar nicht so doof. Stealth heißt bloß, dass ich es nicht endlos treiben kann. Okay, Stealth ist wieder toll. Dann sage ich hier doch mal Stealth und A2. A2. So, dann kann ich jetzt hier auf jeden Fall sagen, Doc A1. Warte mal. Hier ist definitiv nichts. Genau. Hier ist definitiv nichts. Also kann ich sagen, erstmal
der uns mit ausschalten. Und dann Dock A1. So.